Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo Männer, die Schwingstufe. Jetzt zumindest bei einer Version, die noch besser ist, wie die, die ich schon hochgeladen habe. Also das ist die, die ich damals auch aufgezeichnet habe. Ist das jetzt so? Hier. Na? Ja, ich zeige euch jetzt erstmal, hier haben wir 4 Volt am Eingang, das ist mein Wochenschrauber, ne? Dass ihr das gesehen habt, 4 Volt. Und jetzt gehen wir mit dem Messgerät auf dem Ausgang, aber Minus noch nicht anklemmen, weil sonst entlädt er den Kondi zu sehr. Und messen jetzt einfach mal, klemmen den Eingang ab. Ja, Minus können wir dran lassen, ist egal. Starten und messen. Knapp 3. Ne? Wir machen es jetzt so, dass ich das Messgerät mal dran lasse und wir machen dasselbe nochmal. Ja gut, 1 Volt ist jetzt noch drin, das muss man entladen. So, zack, ungefähr 0 Volt. Ne? Machen Eingang wieder ab und zünden und gucken hier drauf. Ne? War kurz 4,8. Ich hoffe, die Kamera hat es eingefangen zur Sicherheit. Machen wir es jetzt nochmal. Ne, wir haben jetzt das 1 Volt noch, schließen wir kurz. Huch. Dass der Kondi leer ist. Geladen ist der Kondi, wieder abklemmen. Der Minus immer mal abklemmen, dass hier alles ab ist. Zack. Ne, kurz sieht man es, es war 4,6 irgendwas jetzt. Und mit diesen 4,6 irgendwas könnt ihr jetzt über die zweite Diode ja die Energie noch mal über die Spule schicken. Und dann, nachdem er das gemacht hat, also ne, beim ersten Mal so, also drücken, dann ist der Kondi geladen, habt ihr ja gesehen, dann geht ihr auf den Kontakt, auf die Diode, wieder zurück und drückt noch mal. Ne? Und ja, damit ihr seht, was los ist, müsst ihr hier einen Ossi reinmachen. Hier an der ersten Spule. Oder ihr macht halt hier Leuchtdioden rein. Wobei natürlich Leuchtdioden dann das Ergebnis verfälschen und etc. Aber wenn ihr es sehen wollt, guckt euch da mal die vorhergehenden Videos an. Da habe ich noch ein bisschen mehr erklärt und gezeigt. Halt ohne das jetzt hier, ich nenne das jetzt mal in Reihe oder ne. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Gut. Ja, das war's. Viel Spaß beim Nachbasteln und vor allen Dingen hoffentlich weiterentwickeln, ne? Weil ich denke mal, da kann man bestimmt ein paar lustige Sachen mitmachen.